Liebe Haupt- und Ehrenamtliche in unserer Bremischen Evangelischen Kirche, in diesen außergewöhnlichen Wochen ist uns immer einmal wieder die Schlusszeile aus einem Gedicht der großen jüdischen Dichterin Rose Ausländer in den Sinn gekommen. Das Gedicht lautet: Schweben mit den Vögeln, strahlen mit der Sonne, rollen mit der Erde, mit euch allen feiern das unverlässliche Leben. Das unverlässliche Leben. Was bedeutet das? Noch vor kurzer Zeit hätten wir es einfach überlesen. Bei uns wackelt doch nichts. Alles ist in Ordnung. Wir leben in stabilen Beziehungen, haben einen guten Arbeitsplatz, können frei wählen, unsere Meinung sagen, sind versichert, mal zusammenkommen, mal auch alleine sein, kuscheln oder kochen, spontan aufbrechen oder auch geplant, hier oder dort. Und jetzt? Tür zu, weg mit dir, Maske auf. Das unverlässliche Leben. Auf Sicht fahren, nannten es die Kapitäne, wenn sich die Nebelwand vor dem Schiffsbug aufbaute. Und sie ordneten an, alle Motoren auf die minimale Leistung herunterzubringen. Das sagen auch die Politiker zurzeit. Der Dampfer steht, fast. Das unverlässliche Leben. Rose Ausländer wusste, worüber und wovon sie sprach. Ein trauriges, ein von Armut, Verlassenheit und Verfolgung und Einsamkeit geprägtes Leben. In den letzten 10 Jahren war sie bettlägerig und sie dichtete. Das unverlässliche Leben. Sie dichtete aber nicht das unzuverlässige Leben. Dieses Leben wollen wir ja nicht verlassen. Wir wollen es feiern in all seiner Unvorhersehbarkeit, in all seiner Zerbrechlichkeit. Das ist der Appell von Rose Ausländer an uns. Feiert das Leben. Seht die Schönheit der Schöpfung, das Wechselspiel zwischen Himmel und Erde, schöpft aus den Vorräten eurer Seele. Liebe zu den Mitmenschen, Fürbitte an die Fernen, Aufmerksamkeit, Augen auf für die, die in materieller Not sind, Ohren auf für die, die Ängste haben. In dieser Zeit sind wir auch im Fernsten, im Unzuverlässigsten, dem Leben sehr nah. Das Leben will uns nicht verlassen und der es uns schenkte, schon gar nicht. Das unverlässliche Leben feiern, das erleben wir bei Ihnen gerade dadurch, dass Sie einfach so viele kreative Ideen auf den Weg bringen, dass da so viel passiert, so viel Ermutigendes. Also da gibt es Videos, Podcasts, da gibt es die guten Nachtgeschichten per Sprachnachricht, da gibt es ganz viele Telefonseelsorge, Angebote, in Kontakt zu bleiben, in Verbindung zu bleiben mit den Menschen untereinander. Und das zeichnet uns ja als Kirche aus und auch gerade, wenn wir nicht zum Gottesdienst zusammenkommen können. Es gibt die Erzieherinnen, die jetzt für die Kinder da sind im Notdienst und sich beschäftigen. Und es gibt so viel großartige, tolle Ideen und so viel Einsatzbereitschaft von hauptamtlicher Seite, aber eben auch von ehrenamtlicher Seite. Es gibt die Gebete füreinander, sodass wir plötzlich einen ganz weiten Raum miteinander haben, obwohl wir doch jetzt mehr für sich sein müssen, jeder und jede. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesen Tagen behütet bleiben, ermutigt bleiben und dass Sie das Leben feiern.